Hallo und grüß Gott, mein Name ist Herr Hartmut. Sie sind hier in der E-Bike-Erlebniswelt in Lauda. Hier dabei ist der Steffen Schulz. Ich bin hier Verkäufer in der E-Bike-Erlebniswelt. Er ist selber begeisterter Fahrrad- und E-Bike-Fahrer, so wie ich auch. Und aus dem Grund stellen wir Ihnen heute unser vollgefedertes Tauberrad vor, das Crossover FS. FS steht für Full Suspension, also vollgefedert. So, und ganz am Anfang möchte ich jetzt unbedingt jetzt erwähnen, aus dem Rad kann man wunderschöne Sachen machen, ja. Weil wir lassen das fertigen in einer modularen Baukastenfertigung. Das erkläre ich Ihnen jetzt gleich. Also das sieht, wenn Sie es dann kaufen täten bei uns, vielleicht ganz anders aus. Ja. Ganz anders. Hier ist es mehr so ein Kaffeeräser. Ne? Genau, wir haben uns wir hatten ja eigentlich einen und denselben Gedanken an zwei verschiedenen Tagen. Und ich bin ja auch so drauf gekommen, bin ja auch mit dem Rädle gefahren. Und wie ich mit dem so gefahren bin, über Stock und Stein und auch mal so ein bisschen den Hang hoch, wie man so halt als alter Mountainbiker macht, ne, bin ich mir so vorgekommen wie im Film Indiana Jones auf dem letzten Kreuzzug, wo die Deutschen ihn verfolgen mit seinem Vater und mit diesen alten BMW-Maschinen da rumheizen. Ne? Und genauso ist es mit dem auch. Also ich bin hier wirklich auch mal auf dem höchsten Modus bin ich gefahren. Das war dann der Turbo und ich konnte jeden Hügel hochfahren, ob das Wiese war, ob das bucklig war. Macht richtig, richtig Spaß mit dem Fahrrad. Ja, also der Grund ist vielleicht noch ganz kurz, das erklären wir nachher aber noch, der Bosch Performance CX Motor mit 85 Newtonmeter und die Schaltung und so weiter und so weiter. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kurz zum Kapitel Full Suspension, vollgefedert. Warum eigentlich? Denn das macht das Rad auch ein wenig schwerer wie ein Hardtail, also einen harten Schwanz. Wieso? Wir haben hier durch diese Konstruktion haben wir einfach mehr Material, hier der Dämpfer und der Hinterbau. Es ist so, wir hätten an einem vollgefederten Rad ein aktives Fahrwerk. Das heißt, wenn Bodenunebenheiten kommen und dann geben die Räder nach, also die gehen nach oben, einem Hardtail oder einem normalen Fahrrädler ohne Federung, passiert da das, dass, das habe ich auch schon ausprobiert, wenn so ein Hübel kommt, und dann hebe sie ja leicht ab. Ne? Also ne, man, wird, ne, ja. Man schwebt ja mal kurz. Und das will man ja vermeiden, weil wenn die Reifen keinen festen Kontakt mehr haben zu der Fahrbahn, wird ja das Fahrverhalten instabil und unsicher. Aus dem Grund, Vollfederung passt sich immer an, ans Gelände, an die Straße und natürlich der Komfort. Also diese Faktoren sind vor allem Dinge, warum man hier vollgefederte Systeme entwickelt hat für Fahrräder. Wir haben hier einen Viergelenker. 1, 2, 3, 4. Ja, und das ist erstmal das. Dann sollte man vielleicht noch erwähnen, ein Rockshox-Dämpfer ist hin. Ja. Da tut man mit dem Luftbümble, tut man den Luftdruck einstellen, genauso wie in die Gabel. Mhm. Wassergabel haben wir jetzt dort drin gewählt. Hier haben wir jetzt die RST Puls R drin. Das ist die mit dem Stahl. Schafft oben. Genau. Und zwar ist die ja dann auch sehr gut, wenn wir einen Speedlifter einbauen würden, ne? Weil die Federgabel, die einen Stahlschaft hat, auch diesen starken Speedlifter auch aushält, wenn der eingebaut wird. Okay, also es gibt noch die andere Alternative, wenn man eine Wok-Gabel nimmt, genau. Ne? Auch von RST. Ja. Mit du, also das sind jetzt Begriffe, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Ist auch nicht schlimm. Ja. Die Wok-Gabel hat 80 mm Federweg, diese hat 50 mm Federweg. Aus dem Grund gibt es jetzt unterschiedliche Gabeln für ganz andere Einsatzbereiche, weil wir nämlich hier aus dem Rad einmal diesen Kaffee-Raser machen können. Ne? Richtig, genau. Das zeichnen wir Ihnen gleich mit welcher Ausstattung und aber auch ein Cross-Country-Rad mit Geländebereifung und. Und da kann man jedes Mal die jeweil richtige Gabel und so weiter wählen. Richtig. So. Ja, ich bin ja letztendlich, wie ich es am Eingang gesagt habe, ausgiebig mit dem Fahrrad gefahren und ich muss wirklich das, was du eben gerade gesagt hast, wiederholen. Es ist wirklich so, wenn ich mit diesem Fahrrad fahre, ich bin mit dem Fahrrad gefahren über Stock und Stein, über Wiesen, wo wirklich richtige Dallen waren. Also
hier hinten, der ganze Hinterbau, das Hinterrad, ja, das ist wirklich, das nimmt alle Buckel mit. Ich merke wirklich gar nichts. Man ist ja immer gespannt, wenn mal wieder ein Rädle auf dem Markt kommt oder wieder der Hersteller, gerade Tauberrad hier speziell, etwas Neues entwickelt, ist man ja immer mal gespannt, Mensch, wie reagiert das Rädle, ist es komfortabel, wie ist die Federung wirklich qualitativ hochwertig, und ich kann hier wirklich nur sagen, dass das Rad absolut geländetauglich ist und auch straßentauglich sowieso. Man könnte es wirklich nutzen als, ich sag mal, Tourenrad. Da macht man sich halt einen anderen Gepäckträger hinten drauf oder dann im Geländer, da kann man mal die Schutzblechle abmachen und kann dann richtig das als Vollfully verwenden, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr schönes Rad. Gut, mir wäre es eigentlich fürs Gelände fast zu schade, dass man brachial da drin rumfährt. Ich zeige jetzt mal, was man so an Gepäckträger drauf machen kann. Vielleicht zeige ich mal jetzt mal gerade unseren Zuschauer, wie man das zu einem schnellen, bequemen Tourenrad konfiguriert. Ich hole es mal dahin am Bänkle, hole ich jetzt mal so ein Gestell daneben. Können Sie sich vorstellen, das gibt auch Gepäckträger da drauf. Und naja, das ist halt eine vollkommen andere Optik. Es gibt noch wesentlich schönere Tourengepäckträger. Das ist so ein kleiner, schmaler, leichter. Nur so zur Info. Dann könnte man, wie es schon der Steffen erwähnt hat, für Touren da vorne einen Speedlifter einbauen, damit man einfach hoch rauskommt. Richtig. Wir haben sogar die Möglichkeit, verschiedene Lenkerformen ab Werk einbauen zu lassen. Genau, dass es auch bequemer wird für den. So, und für eine Federgabel könnte man dann zum Beispiel eine Wok empfehlen oder jetzt daneben dann die Puls, na, ist egal. Die Bereifung ist dann noch einmal eine interessante Sache. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwo draußen in der Welt ein Rädler sehen, wo Sie so, oh ja, gefällt mir auch. Und Sie sagen, ja gut, aber ich will ja gar nicht so ins Gelände gehen. Dann haben Sie das Dilemma, dass wahrscheinlich keiner Zeit hat, Ihnen da neue Reife drauf zu machen oder andere oder was weiß ich. Vielleicht auch doch. Egal, hier bei uns können Sie das direkt ab Werk so haben. Ich mache den kleinen Aufpreis, ich weiß es gar nicht. Die Johnny Watts Reifen. Genau, der Johnny Watts, ich sage mal Johnny Walker. Das ist ein bisschen mehr im Preis, ne? Aber geringwertig, muss ich ganz ehrlich sagen, sind ein paar Euro. Weil Sie zahlen nur den Aufpreis. Ja. Sie müssen nicht die Montage bezahlen, weil wenn wir jetzt bei uns in der Werkstatt das Ruder machen müssten und andere wieder drauf und verrechnen und hin und her, ab Werk ist das wesentlich günstiger, richtig, weil die Arbeit ist immer die gleiche. Ich hole jetzt mal gerade das andere Rädle. Hallihallo, schon bin ich da. So, da ist das Rad. Ich habe jetzt aus unserem Lager ein Tauberrad geholt, was für einen Kunden schon bereitsteht. Kein Fully, sondern es ist ein Hardtail. Das ist jetzt wirklich ein Hardtail, genau, ein hartes Teil, ja. Jetzt gucken Sie sich mal diese Reifen an. Also das ist ja Wahnsinn. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, wie die ersten Rädel damit kamen, ne, da sind wir jetzt echt eigentlich schon im Motorradbereich. Ne? Ist schon Wahnsinn. Was die da geschaffen haben hier mit diesen Reifen, ne, die Lauffläche nach außen, ne, der hat ja so eine Wahnsinnshaftung. Ne? Den ist ja jetzt auch der Fabi mehrfach gefahren, der sagt, das ist ein Wahnsinnsreifen. Ne? Er hat auch eine ganz besondere Gummimischung, weiß man ja, ja, ne? Gummimischung, Formel 1, auf die Gummimischung kommt es an. Ja, richtig. Das sind sehr haltbare Reifen mit unglaublich gutem Grip. Sie können natürlich auch mit so einem glatten Ding, können Sie auch mal Feldwege entlang fahren, macht da nichts aus. Wenn es rutschig wäre, gut, wenn man das öfters macht, auf rutschigen Passagen im Wald, dann nimmt man halt da den Geländerreifen. Aber ansonsten ist es ein fantastischer Reifen, vollkommen leise, super leicht laufend. Man kann das wunderschön in die Kurve reinlegen, auch in Schräglage, also so, ne? Das ist so ohne weiteres möglich. Genau. Super. So, und dein Liebling, der Speedlifter, komm, stell ihn vor. Genau, der Speedlifter. Ja, ich sag mal, was ich noch mal kurz zur Bereifung sagen wollte, ist immer das, was ich auch meinen Kunden immer sage, wenn sie ein Rädle konfigurieren bei uns unten. Man muss wissen, als Gebraucher, ne,
was man fahren möchte. Fährt man mehr Straße oder mehr normale Landwirtschaftswege, die asphaltiert sind oder betoniert sind, würde sich natürlich so ein Straßenreifen viel mehr machen. Aber ich sage mal, der Johnny Watts ist ein sehr guter Mischreifen, wenn man es so sagen kann. Er ist von der Profilierung in der Mitte wirklich so gut, dass man sagen kann, er hat noch ein ruhiges Laufgeräusch, Laufgefühl. Ne? Das sieht man hier. Also es sind nicht so hohe Stollen. Der wäre ein sehr guter Mischreifen für mich. Aber wer nur Straße fahren will, will schöne Radtouren machen, über mehrere Tage Speed geben, der ist natürlich mit so einem Reifen viel besser beraten, muss man dazu sagen. Ja, und wenn man das jetzt da wieder als Kaffeeraser. Genau, der Kaffee-Racer. Mit denen breite, schöne Reifen und den Schutzbleche. Ja. Ach, das sieht doch klasse aus, gell? Das sind schon ein, schöne Räder. Ein Hingucker. Genau, richtig. Und wie gesagt, das mit dem Gepäckträger, also ich habe mich schnell an diese Optik da gewöhnt, gab es übrigens auch vorm Griechscher. Vom letzten Krieg. Okay. Man erinnert sich. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Und da hat man die Fahrräder tatsächlich auch ohne Gepäckträger gemacht und nur hin und wieder, also Sonderausstattung. Und da sehen wir uns auch wieder. Sie können ja mit Rucksäckle fahren. Oder was auch schön ist, da gibt es hier so Täschle, wo man da hinmachen kann. Haben wir auch. Mhm. Oder vorne noch ein Täschle. Also besser ist hinten da neben uns hin. Kennt es auch aus der Kindheit? Irgendwann kamen mal die Gepäckträger, ansonsten hatten die Damenräder, das wissen wir, früher immer ganz normale Schutzbleche drauf, mehr nicht. Ja, aber jetzt zum Thema Speedlifter. Achso, Speedlifter, ne, ganz kurz nur Schutzblech. Ja. Was für einen Sinn macht es denn eigentlich, auf einem Straßenrad die Schutzbleche wegzumachen? Also das Gewicht kann es nicht sein, der Grund. Die Optik, wenn du wirklich mal in Feuchtigkeit reinkommst, dann hast du da hinten so einen Streifen, der geht dann daneben rüber, kann es auch nicht sein. Der Vorteil ist, an den Tauberrädle, die Schutzbleche sind dran. Man könnte das Rad auch ab Werk bestellen ohne. Ne? Dann kostet sogar einen Aufpreis. Mhm. Also, lassen Sie bitte die Schutzbleche dran, das macht wirklich Sinn, es sieht klasse aus. Schutzbleche hat man nicht von ungefähr mal an die Räder hingemacht und wer dann ohne, also wer ohne fahren will, mein Gott, der kann es sich so wegmachen, aber denken Sie dran, Sie bauen es irgendwann auch wieder hin. So, Speedlifter. Speedlifter, also wir haben hier einen Speedlifter drauf, dann haben wir die gewöhnlich die Pulsgabel drin. Der Speedlifter ist ein Teil. Das kann ich verstellen und zwar gerade für Fahrer, die sehr groß sind, XXL-Leute, ja, bis 2,15 Meter. Man kann hier an dem Hebel das Ganze öffnen, jetzt zieht man den hoch, würde das Ganze, die Sitzposition sozusagen erhöhen. Er würde nicht so geneigt nach vorne sitzen, weil das oftmals der Fall von Fahrern ist. Meine Frau zum Beispiel, dieser braucht immer in hohen Lenker, weil sie sagt, sie kriegt sonst Kreuzschmerzen. Geht vielen Fahrern so. Dann sind die ein bisschen resigniert und haben nicht so viel Spaß am Fahren. Und deswegen könnte man das hochmachen. Dann sitzt der Fahrer aufrechter. Und es ist sehr gut. Dann hat er noch eine zweite Funktion. Und das ist die Funktion, wo man den verstauen kann. Wir öffnen den, würden hier so einen kleinen Hebel nach oben ziehen. Jetzt würden wir hier den umlegen und dann würden wir das Ganze wieder verschließen. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, zum Beispiel haben wir das letztens, habe ich das beim Wohnmobilfahrer gemacht, der hat ein Riesenschiff hier unten vorm Laden stehen gehabt. Der hat das wirklich einmal quer reinbekommen. Ne? Und, aber auch nur so. Weil er den querstellen kann. Wunderbar. Und das ist ein großer Vorteil. Machen nochmal bitte runter. Ja. Denn beim Wohnmobil musst du auch darauf achten, auf die Höhe ja, von der Garage. Ja, das kann man dann, also den kann man dann A runter machen. Und zack und tschuk. So und dann auch so. Und dann ist es noch kleiner, ne? Muss man natürlich richtig ranmachen. So, okay. Also Speedlifter, eine tolle Sache. Den können Sie hinterher ganz selten in ein Rad sich einbauen lassen, weil meistens dann die Zuglänge da nicht passt. Die sind original zu kurz abgeschnitten. Ja, aus dem Grund wählen Sie es bei uns, denn auch die Montagekosten sind ja ab Werk null. Ja. Ja, es ist eigentlich ein minimaler Aufpreis. Im Verhältnis, wenn Sie den Nachhinein reinmachen wollten, weil es wird ja immer verrechnet. Ne? Jedes Teil wird verrechnet, was man nicht reinbaut. Ja.
wird dann tschöck, ne, abgezogen. Hm? Das stimmt. Gut. Also, ach ja, ganz kurz ja. Nochmal. Das ist der Gepäckträger übrigens, den man hier auch noch hinmachen könnte. Der Rackheim Tour? Ja, also da auch mit diesem Rackheim-System daneben. Ein sehr stabiler Tuchengepäckträger. Hält 25 Kilo. Mhm. Gut, lässt sich auch machen. Wolltest du noch was dazu sagen? Genau, das war das Thema, wirklich gleich am Anfang sagen. Hier gilt auch wirklich den Wunsch gleich am Anfang äußern. Wir haben ja einen Fall, wo wir einen nachrüsten wollten letztens bei uns, wo wir gesehen haben, oh, jetzt liegt es an den Kabel. Ja. Und da waren die ganzen Kabel alle zu kurz und dann würde es nicht funktionieren oder es wäre ein Aufwand von einem riesen Umbau. Das kann man sich alles sparen. Da haben Sie recht. Ja. So, dann mache ich den wieder grad. Und jetzt im Anschluss erklären wir Ihnen noch, wie schön das ist mit modularer Baukastenfertigung und der Beleuchtung. Mich graust es, ganz ehrlich, wenn ich E-Bikes sehe, E-Bikes, die draußen fahren, so im Mountainbike-Optik, ja. Und habe keine Beleuchtung dran. Also, ich meine, wenn du durchs Gelände fährst, es macht ja Sinn, ne, man stürzt kopfüber das Rad, es poltert irgendwie einen Abhang runter über Stock und Stein, Felsen runter. Ja. Und dann könnte es ja natürlich sein, dass dann dieser Scheinwerfer kaputt ging. Könnte sein. Aber deswegen die Beleuchtung wegzulassen, ist noch schlechter. Weil, verstehen Sie, dann müsste man ja quasi, um im öffentlichen Straßenverkehr mitfahren zu dürfen, müsste man ja eine Batterielampe hermachen. Daneben oben. Wissen Sie, was das für ein Scheiß ist? Eine Halterung, die daneben oben hält. Das ist so schwierig ranzumachen. Ganz schwierig. Und dann musst du dich darum kümmern, dass das geladen ist, dass die Batterie gewechselt wird. Und. Man hat doch den Strom hier. Da kommt er doch raus. Also, aus dem Grund, in Gottes Namen, nehmen Sie dieses Rädler, man könnte es auch ohne Beleuchtung bestellen, wollen wir nicht. Nehmen Sie es gleich mit Beleuchtung. Und Steffen, schau mal, was daneben für ein schöner Scheinwerfer ist. Ja, der Scheinwerfer ist ein sehr hochwertiger Scheinwerfer. Ich habe das getestet, der hat sogar eine Auf- und Abblendlichtfunktion. Wenn man hier, ich muss mal schauen, schau mal kurz, Moment bitte. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir einmal Abblend und dann, wenn ich klicke, geht es auf Aufblendlicht. Also man kann wirklich sehr weit strahlen damit. Und generell ist es bei uns so, wie es der Erhardmut gesagt hat, wir bestellen die Rädle grundsätzlich mit. Beleuchtung macht ja sonst keinen Sinn. Und ich sage auch immer an unsere Kollegen, machen Sie die Scheinwerfer an, Sie werden im Verkehr viel anders wahrgenommen. Es sind halt E-Bikes, wir fahren hier 25 km/h, ne? Und wir fahren keine 12 oder 15, wie es mit normalen Rädern ist. Die Autofahrer unterschätzen oft die Geschwindigkeit der Räder und wenn man doch den Scheinwerfer anhat, wird man schneller und besser wahrgenommen im Verkehr. Unbedingt. Also noch einmal erwähnt, hast du, es gibt verschiedene Scheinwerfer in verschiedenen Preisklassen. Ja. Das ist das eine. Dann hier haben wir das schicke Rücklicht. Hallihallo. Schön und klein und also ich finde diese Optik mit den Schutzblechen, ne? Und das teilintegrierte Rücklicht so schön. Ja. Also da kann man sich doch mit sehen lassen. Ich gehe da nicht her und schraube so ein Ding da weg. Aber wenn Sie meinen, dass Sie das wollen, dann machen wir das natürlich. Dann geben wir Ihnen alles mit in Ihre Kiste und die heben Sie sich auf, bis ich dann irgendwann einmal dann hinschraube und denke, mein Gott, was habe ich denn da für eine Arbeit mir eingehalst. Ja. Ich sage mal, ein eingefleischter Fahrer, der viel im Gelände fährt, wird sich die Schutzbleche wegmachen. Andere, die sagen, ich will wirklich komfortables Tourenbike haben, was dieses Rädle wirklich ist, der wird einfach die Schutzbleche drauflassen, der wird sich noch einen gescheiten Gepäckträger drauf montieren lassen oder mit bestellen und dann ist der mit so einem Rädle vollauf glücklich. Also, weil du vorhin gesagt hast, als Gelände, also mir wäre es zu schade, damit richtig rumzurammeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Rammelrad ist das Kunst, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Steinbruch reinfahren täte, in einen Steinbruch, um da zu springen und zu machen und zu tun, dafür ist das Rad nicht gemacht. Also ich sage mal so, das ist richtig. Ich glaube auch nicht, dass die E-Bike-Fahrer, auch wenn sie einen Fully fahren, die Fahrer sein werden, die wirklich
rumheizen und große Sprünge, große Stunts machen. Aber ich denke, wer ein Fully sich kauft, so ein Full Suspension, der will auch mal ein bisschen ein paar Wellen fahren und ein paar kleine. Soll er. Nur quatschig ist es wirklich, diese wirklich hoch gerüsteten Sport-E-Bikes mit Carbonrahmen, wenn ich dort die Leute sehe, wie sie dann in der Stadt hier. Mir tut das auch weh, sag ich ganz ehrlich. Ja. Und ja, das tut denen auch weh. Die hängen nämlich da vorne so drunter und denen tut alles weh. Und dann, wenn die fragst, ja, wie und was, ja, das hat mir gefallen, ja, gut, toll, ja, okay, ja, ja, okay. Aber es sind schöne Räder, ja. Und jeder darf ja entscheiden, was für ihn das richtig ist. Wenn wir da dabei sind, gerade Farben. Ja, Farben. Da haben wir auch schon mal was vorbereitet. Und zwar, wir haben jetzt nicht nur hier dieses Schwarz, sondern wir haben auch hier unter anderem auch mal richtig tolle Farben. Ich nehme jetzt mal das Grüne. Ich habe das schon mal im Vorfeld mir, also ich kenne ja die Farben, aber das ist jetzt eine Farbe Grün. Das wären Sie, wenn Sie mal bei uns ins Geschäft kommen, zu einem Beratungsgespräch und würden so ein Rädle konfigurieren lassen, dann lassen Sie sich gerne auch mal in den Farben beraten. Wir haben jetzt zum Beispiel hier, das ist dieses Limettengrün und das ist so eine tolle Farbe. Man sieht es jetzt in der Kamera nicht, aber die haben hier ganz kleine Goldanteile drin, die so toll glitzern. Das ist nicht jede Farbe. Das ist Metallic, ne? Ja, das ist wie so ein, das ist ein Metallic-Glanz, genau. Und das gibt es auch bei einem Blau, ne? Bei dem Marineblau glänzend. Das kriegen Sie in keinem matten Ton, nur in den glänzenden Tönen. Nicht in allen, aber in einigen. Zum Beispiel auch hier in diesem Orange hat man das auch drin. Das ist kein Metallic, kein Metallic. Nee, da nicht. Aber hier auch, da hat man diesen Metallic-Effekt. Das macht diese Farbe so edel und letztendlich auch Ihr Fahrrad. Ich finde das richtig super. Das ist eine tolle Farbe. Also jetzt zum Thema Kaffeeraser. Ne? Ja. Also ich rase jetzt praktisch mit dem zum Kaffee trinken und da sitzen dann so die Leute immer rum, das kennen Sie ja, ne? An so Tischle. Ja. Und dann sitzen sie da und beobachten und dann kommen sie jetzt mit so einem Rad hergefahren. Der Kaffeeraser hat einen großen Vorteil, der macht Lärm. Also man hört sie schon von Weitem dann kommen und dann mit einem Getöse und brumm, brumm, brumm und dann stellen sie das Ding ab und das vibriert noch ein wenig. Dann hat man schon mal die Aufmerksamkeit bei sich. Aber das daneben macht ja keine Geräusche. Es sei denn, Sie machen es wie früher oder jetzt heute auch noch, die Kinder, ne, die fahren dann ja, ja, mit Fahrrädern, machen rein, rein. Könnte man auch machen. Oder da gibt es doch die Ritter von der Kokosnuss. Ja, genau, die dann angeritten haben, genau. Und haben da die Geräusche gemacht. Also auch möglich, auch möglich. Nee, Sie könnten zum Beispiel laut die Farbe verwenden, ne? Also sprich, wenn das Rad zum Beispiel so aussehen täte, dann wird es wieder ein Hingucker. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt, dann haben Sie die Aufmerksamkeit bei sich. Ja, wir haben hier jetzt ein Fahrrad, wo wir dieses Gelbe verwendet haben. Ne? Oder guck mal, in dem Rot, ey, das ist doch abgefahren, in dem Rot. Ja. Und dann so mit Schwarz noch ein bisschen, weil ja die Komponente schwarze. Rot übrigens, ja. Rot, die Farbe am Fahrrad oder E-Bike muss immer mit Schwarz kombiniert werden. Ja, finde ich auch. Und dann ist es... Auch Schwarz mit Rot sieht sehr gut aus. Sexy. Richtig edel, ja. Oder hier das Grün, wenn man das mal so sieht. Also... Wir haben noch mehr Farben. Das ist jetzt mal eine ausgesuchte Palette, die wir heute mal hier vorstellen. Also die Claudia, meine Frau Claudia, hat mir heute Morgen noch gesagt, Orange ist jetzt wieder ganz im Kommen. Ja, das ist absolut wieder im Kommen. Ja. Absolut. Und es ist so ein schönes gedecktes Orange. Moment, wie heißt denn? Da steht da drauf, Platze Orange. Mhm. Was heißt denn wieder Platze? Blaze. Aha. Ist das Englisch? Wir zwei mit Englisch wieder. Gut. So, und damit Sie auch unterwegs sicher sind, also sicher in Form von, Sie können anhalten rechtzeitig, haben Sie auch die Möglichkeit, unterschiedliche Bremssysteme zu wählen. Sie sind natürlich alle von Shimano. In der Grundausstattung ist eine Standardbremse, die M200. Die ist nicht gut, die ist nicht schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie schon mal nicht bei uns, bei einem Bekannten gefahren. Der hat mir sein Rädle ganz stolz vorgestellt. Meint, Mensch Steffen, wie findest du das? Ne? Ich habe gesagt, okay, weil es ein Freund ist. Ne? Der wohnt ein wenig weiter weg bei Heilbronn unten. Und dann hat er gesagt, ey, ich bin's gefahren. Mir ist sofort aufgefallen. Habe gesehen, dass das die M200 sind, dass die Bremswirkung nicht
gut ist, muss man dazu sagen. Also das heißt, der Bremsweg ist länger wie ein jenerer, die man gleich erkläre. Du kannst, das habe ich auch festgestellt, bei längeren Bergabfahrten, das hält die nicht aus, ja, die wird zu heiß. Ja. Und. Wenn Sie natürlich so ein Leichtgewicht sind, wie der Steffen, wie viel Kilo? 75. Ah ja, also wenn Sie so Leichtgewicht sind, Steffen, dann würde auch so ein M200 reichen, falls Sie noch irgendwo in der Ebene wohnen und wissen nicht, was ein Berg ist. Sollte Sie richtig Touren machen und mehr Gewicht haben, ja, dann nehmen Sie unbedingt eine hochwertigere Bremse. Die T6000 oder die XT8000. Also D-Ohre, Shimano, genau. D-Ohre, genau. Der steckt dann hinter dem 6000 noch. Ja, das ist die D-Ohre, die haben wir jetzt hier auch drauf. Das ist eine sehr gute Bremse und hat eine sehr gute Bremswirkung. Es gibt dann nur noch das High-End-Produkt bei uns hier, das ist dann die XT. Und besser geht es dann in dem Fall nicht, aber die 6000 und notfalls die 8000, wer dann wirklich sagt, das geht aber dann ums Gewicht auch, wo man sagt, der ist schwerer, wo er dann mehr schiebt, dann würde man auch die 8000er empfehlen. Oder wenn Sie ganz viel Gefälle fahren und Steigungen natürlich und wenn Sie einen sehr, sehr sportlichen Fahrstil haben. Also wenn Sie wirklich das ausreizen wollen, also wenn Sie mit so einer Meute unterwegs sind, da gibt es ja so Rudel, Wolfsrudel. Genau, diese Rudelbildung. Die gab es mal, Wolfsrudel, aber ich glaube zu einem anderen Thema, gell? Ja, ich glaube es auch. Also gut, Sie sind jetzt mit einem anderen Rudel mit. Die kommen mehr aus dem Osten drüben, noch weiter im Osten, ganz tiefsten Osten. Es sei denn, Sie sind also mit mehreren unterwegs und jeder will der Schnellste sein und der Beste und Schönste. Und Sie fahren dann sehr schnell so die Passage runter, irgendwie zur Serpentine. Dann nehmen Sie sich die XT-Bremse, weil die wird heiß bei so einem schnelle Fahrverhalte, so sportliche ja. Fahrverhalte, mit der anderen kann man dann wunderschön dosieren mit der D-Ohre. Akku wollten wir nochmal zeigen, da haben wir noch einmal ein paar Punkte, die wir Ihnen gern noch näher bringen wollten. Zum einen, wir haben jetzt hier einen Akku, das ist ein Intube-Akku, der ist letztendlich im Unterrohr ist der verbaut. Ich würde den auch mal rausnehmen, würde das mal zeigen. Und dann auch mal im Vergleich 500 Watt pro Stunde und 625 Watt pro Stunde. Wir haben jetzt hier einen 625 Watt pro Stunden Akku drin enthalten. Wo liegt der Leistungsunterschied? Ganz klar, ich habe das jetzt, wir haben es ja auch mal heute besprochen. Meine Beobachtung ist, dass mit einem 500 Watt Akku kommt man so circa 70, 75 Kilometer weit im Eco-Bereich, also im Eco-Modus. Und wenn ich jetzt den 625 drin habe, dann komme ich roundabout 90 Kilometer weit. Das kommt immer auf die Fahrweise an, auf das Gewicht, auf das Gepäck etc. pp. Aber das ist mal so eine grobe Angabe, auf die man sich auch verlassen kann. Ganz kurz noch mal, bevor man loslege. Ja. Wir haben ja bei uns eine Tauberreihe da, die den riesen Vorteil, dass man bei der Bestellung das Ladegerät wählen kann. Und zwar zwischen einem 2, 4 und 6 Ampere Ladegerät. Richtig, genau. Also das heißt, wenn Sie mit einkalkulieren, dass Sie eine Mittagspause machen, nehmen Sie ein 6 Ampere Ladegerät, dann pumpen Sie da, wenn der Akku halber leer wäre oder halber voll, pumpen Sie in eineinhalb Stunden oder in einer Stunde, pumpen Sie den wieder ziemlich voll und dann kommen Sie auf alle Fälle nach Hause. So. Da kannst du weit über 100 Kilometer fahren. Ist wirklich so. Bin ja mit dem Wolfgang gefahren, waren auf einer Tour. Ich habe wirklich in anderthalb Stunden fast 60% aufgeladen. Haha. Fast 60. Es waren 56. Also. Und das können Sie ganz, ganz selten nur. Also wenn Sie irgendwo ein E-Bike kaufen, haben Sie meistens keine Optionen, ein stärkeres Ladegerät zu wählen. Ja. So, ganz kurz noch einmal zu dem Deckel. An dem Deckel, da haben wir uns lang rumgebaut, ne, jahrelang. Mhm. Und das ist jetzt richtig aus einem sehr guten, robusten Kunststoff. Der ist jetzt richtig stabil, ja. Gummis abgedeckt. Hier so Knöpfle und dann hat man hier so eine Lasche. Das ist richtig dicht. Ja. Vor allen Dingen, beim Transport ist ja das auch schon klar, oder? Wenn du das auf einen Heckträger duscht, das Rad, und transportierst, das sollte man den Akku rausnehmen aus Gewichtsgründen. Dann machst du das Ding wieder drauf und dann ist es dicht. Bei anderen braucht man dann immer noch eine spezielle Abdeckung. Hier wäre die Abdeckung schon mit dabei. So, wie entnehme ich den? Ich
nehme meinen Schlüssel, drehe den rum. Jetzt kommt er mir schon so ein bisschen entgegen. Ich habe noch einen kleinen Riegel, den ich mit dem Daumen runterdrücke und jetzt kann ich den hier ganz bequem und vorsichtig rausnehmen. Das ist so eine lange Röhre. Der ist auch relativ schwer, der liegt so circa 2-2,5 Kilo. Und nee, der geht auf die 3 zu. Ist es auch 3, ja. Na, ja. Gut, also nur mal zum Vergleich. Das ist der 625 Watt Akku, das ist der 500er. Wenn man das mal so vergleicht, dann, ich sage mal, er ist schon ein bisschen länger. Und dadurch kommt natürlich auch mehr Kapazität zustande. Und wer sich beim Kauf, ich sage mal, wo es nicht ums Preisliche jetzt geht, der preisliche Aspekt, würde ich immer den 625er gleich reinmachen. Ich auch. Ich auch. Und zwar, es sind 200 Euro Unterschied. Ne? 100, genau, 199, genau. Es ist so, damit Sie das auch wissen, die Akkus selber verändern sich nicht. Also das heißt, es gibt ja unterschiedliche Zellen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Kapazitäten. Und man hat sich bei Bosch, hat man sich jetzt an ein Optimum rangearbeitet, bei der die leichteste Zelle mit der meisten Kapazität, die am langlebigsten ist, die hat man gefunden. So. Und jetzt gehen manche Hersteller her und verwenden dann Zellen, die dann noch leistungsfähiger sind, aber die haben schnellere Alterungsprozess. Da man das nicht haben will, ist man einfach hergegangen und hat eine Reihe von Zellen zusätzlich eingebaut. Das ist genau der Unterschied, der dann zu sehen ist. Wo dann die zusätzlichen Zellen reinkommen sind und darum ist das Ding auch schwerer. Also was auch gut ist, ist jetzt hier die Schnalle, die man hochklappen kann. Da kann man den Akku sehr gut transportieren. Beim Rausnehmen ist es sehr gut, beim Reinsetzen ist es sehr gut und ich zeige Ihnen jetzt auch, wie man den einsetzt. So, man geht rein hinten, den Schlüssel rum und dann setzt man den rein und schon ist er drin. So. Also das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Ja, und jetzt noch das Deckele. Ja. Man könnte ja auch ohne Deckele fahren, gell? Eigentlich ja. Wollen wir aber nicht. Nein. So. So, schön. Es wird alles verpackt, ist spritzsicher, also wirklich, es geht ja hier um Spritzwasser. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hier durch einen Wasserfall durchfahren, sondern es geht um Spritzwasser, Regenwasser, eventuell Spritzwasser, was hochkommt, ist es absolut dicht. Ja, und jetzt auch im Winter zum Beispiel. Sie wissen ja, und wenn Sie es nicht wissen, dann sage ich es Ihnen jetzt, dass ab etwa 10 Grad Celsius plus die Leistung eines Akkus nachlässt. Das heißt, Sie können mit der gleichen, obwohl er voll ist, mit der gleichen Kapazität bei weitem nicht so weit kommen, wie wenn der Akku warm wäre bei Zimmertemperatur. Sind Sie jetzt auch so ein Alltags-, Alljahres-, Ganzjahresfahrer, so wie ich zum Beispiel? Ich fahre ja immer im Winter mit so einem Dächler, mit so einem Verdeck. Und Sie müssten viele, viele Kilometer zurücklegen, 10 Kilometer oder so, dann würden Sie, wenn Sie dann zum Beispiel das Rad außen stehen lassen müssen und es würde kalt werden, nehmen Sie einfach den Akku raus und nehmen ihn mit an einen warmen Platz. Denn da drin, wenn man dann fährt, da ist der geschützt, der ist ja isoliert. Ja. Und es ist deutlich angenehmer, besser und für den Akku, als wenn der jetzt außen liegt und die Kälte kommt direkt hin. Das haben Sie verstanden, gell? Gut. Jetzt sind wir im Grunde genommen eigentlich durch. Ich hole es noch einmal weitere Mitarbeiter, die sich da spezialisiert haben bei uns auf Displays und unseren Fabian noch. Richtig. Und den Steven. Genau. Ja, und dann gucken wir mal, was die noch zu sagen haben. Genau. Hi, ich bin der Fabi. Ja, und der Fabian ist unser Mechaniker in der Werkstatt für die Neuradmontage zuständig und auch natürlich für Inspektionen, Reparaturen und so weiter. Wir haben jetzt das Rad analysiert, ne? Genau. Und haben uns angeguckt, was wir denn da jetzt für Material verwendet, welche Schaltung. Welche Erfahrung hast denn du mit diesem großen Zahnrad gemacht, da mit dem Zahnkranz?
Bis jetzt haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben einen ganz normalen Verschleiß. Er ist jetzt nicht sehr hoch, wie zum Beispiel bei einer 12-Fach-Kassette, weil da haben wir ja das Problem, dass das Kritzel noch größer wird. Die Abstände bleiben gleich, aber die Kette muss schmäler werden. Genau, und die Ritzel sind schmaler und alles ist schmaler. Genau. Und die Erfahrung von dir in der Werkstatt, wie lange hält denn etwa so ein komplettes Satz da? Der komplette Satz, da sind wir ungefähr bei 9000 Kilometer. Erfraglich wird es so bei 8.000 bis 10.000. So etwa in dem Dreh rum. Also nicht, wie manche meinen, nach 3.000 Kilometer die Kette runterwerfen, weil die Messlehre dann reingeht, sondern einfach weiter vorne. Ja, das können wir machen, wenn wir das Geld rausschmeißen wollen. Ja, also wir sind dafür, dass man hergeht und fährt so lange, wie es geht und macht dann den kompletten Satz drauf, weil die Kette ständig auszuwechseln ist teurer und bringt im Grunde genommen eigentlich dem Kunde nicht viel. Ja, wenn wir was machen, bringt es eh nur was, wenn wir einen kompletten Satz machen. Eben. Also ein Teil austauschen, damit es nicht geholfen wird. Es läuft sich nämlich alles ein. Ja. Miteinander. So, dann die Kette. Also die Kette, die hier verwendet wird, ist ja eigentlich eine KMC-Kette. Ne? Und zwar eine verstärkte, E-Bike-verstärkte. Ja, genau, verstärkte E-Bike-Kette. Wenn du als Rechnung schreibst, was kosten die im Verhältnis zu einer normalen Fahrradkette? Die Kette kostet jetzt 50 Euro, die normale Fahrradkette sind wir bei 8 bis 10 Euro. So, und was mir Ihnen dort damit sagen wollen, ist, wenn Sie draußen sich mal umgucken und sehen dann hübsche Angebote von E-Bikes, die dann ganz billig sind, so mit 2000 Euro und was, die verwenden auch Fahrradmaterial. Also das heißt, der Verschleiß ist enorm hoch, weil nämlich solche Ketten gar nicht für so Kräfte ausgelegt sind. So, also wir achten darauf, dass bei uns schon in der Erstausstattung verstärkte Kette drauf sind. Und wenn man das überlegt, ne, 50 Euro für so eine Kette, das summiert sich ja. Ne? Also ja, das Ritzel, das 11-Gang-Zahnkassette ist ja auch nicht ganz günstig. Das Schaltwerk und. Ja, dann zu dem Schaltwerk selber. Wir haben da jetzt ein Deore, also wir hätten die Möglichkeit, ein 12-Gang XT, Deore oder sogar 9-Fach gibt es auch noch, machen wir nicht. Das Deore, welche Erfahrung hast du mit dem gemacht? Deore, gerade für Tourenfahrer wirklich perfekt, weil wir hier am Trigger selbst wirklich ein weiches Schaltverhalten haben. Ne? Also wir müssen nicht wie beim XT-Trigger hart reindrücken, was eher fürs Gelände gemacht ist. Also wir haben hier wirklich eine sehr schöne, weiche Schaltung, die sauber zu schalten ist. Genau, also Frauen zum Beispiel, gell, die hätte ja oftmals das Problem, hier das Ding zu bewegen. Ein XT. Zum Beispiel. Die Ohre geht deutlich weicher. Ist mir das auch aufgefallen beim Fahren. Das geht spielend und trotzdem exakt. Genau. Jetzt sage ich ja manche, das XT-Schaltwerk, das ist einfach besser, aus welchem Grund auch immer. Hast du schon einmal ein Deore-Schaltwerk gehabt, welches kaputt ging, ausgeschlagen ist, was durch die viele, viele Schaltwechsel? Nein, das ist jetzt wirklich noch nie, außer vielleicht mal bei einem Transportschaden oder sonst was, aber rein durch die Laufleistung musste ich zum Glück noch nie eins wechseln. Also wir haben ja auch schon Kunden gehabt, die 50.000 Kilometer gefahren sind, gell, mit den Taubachrädern. Ja, schon mehrere. Ja, ja, und man musste dann nie ein Schaltwerk auswechseln. Also lassen Sie sich nicht verrückt machen von irgendwelchen Aussagen, es muss ein XT-Schaltwerk sein. Verschleißärmer ist im Grunde genommen das System mit der Deore-Schaltung. Genau. Ja, dann mal soweit das. Jetzt zeige ich mal unsere Lager. Wir haben nämlich hier neu entwickelte Präzisionsnarben. Und der Fabian und ich, wir haben die jetzt schon einmal zerlegt und angeguckt. Wir holen jetzt am besten mal so ein Laufrad raus und zeige das Ihnen, wie das funktioniert. Nämlich, das sind sogenannte Steckachsen. Eine Steckachse, die wird reingesteckt, also komplett durch, das zeige ich Ihnen jetzt gleich, und dann verschraubt und verspannt. So. Okay, jetzt holen wir das mal raus. Einmal die Steckachse selbst, sieht man hier schon ganz gut. Wir kennen ja alle den ganz normalen Schnellspanner, der relativ dünn ist, und hier haben wir schon mal eine ganz andere Fläche. Ne? Das heißt im Ganzen, wir kriegen auf die Gabel eine ganz andere Steifigkeit drauf, wie wenn wir jetzt einen Schnellspanner hätten. Ja. Weil wir allgemeine Kräfte am Rad überall haben. Hier sprechen wir jetzt von der Torsionskraft. Also wir brauchen eine Verdrehsteifigkeit, und genau mit so einer Steckachse erreichen wir das auch wirklich. Also das merkt man dann, wenn man zum Beispiel die
Serpentine runterfährt, schnell bremst auch dabei, dass die Gabel einfach in sich steifer ist. Die Narbe, das ist auch eine Industrienarbe, genau. Präzisionsnarbe. Hast du mal einen Kugellager da, damit wir das zeichnen können? Also so im Gesamten sieht es aus. Das ist ein Industriekugellager. Wir haben einfach den Vorteil, dass das Ganze hier geschützt ist. Es ist ein geschlossenes System. Wir kennen es ja vom ganz normalen Lager, wo die Kugeln im Käfig liegen und die sind einfach deutlich anfälliger auf Feuchtigkeit, Verschleiß allgemein und da ist das wirklich was Hochwertiges. Also wir haben das jetzt probiert, wie weich das läuft und wie sanft, das ist unglaublich. Ne? Also du spürst keine Kugel, gar nichts, sondern es ist ein samtweicher Lauf. Ja, genau. Also wenn man so drüber, toll. Ja, also das ist sowohl am Vorderrad als auch am Hinterrad verwenden wir das. Man sieht es ja wirklich gut. Moment. Also wenn Sie das immer so machen an Ihrem Rad zu Hause und dann spüre Sie bei dem schlechten Lager, spüre Sie die einzelne Kugel, wie die sich bewegen. Ne? Und daneben merkst du gar nichts. Und man könnte sie austauschen. Also ne, so Lagerle, die gibt es und dann könnte man, wenn das irgendwann nach 30, 40, 50.000 Kilometer doch sich einlaufen täte, dann könnte man die Lager einfach. Wir könnten sie tauschen, wir hätten viel Geld gespart. Wir müssen keine Narbe aus- und einspeichen, sondern können sie ganz einfach warten. Also Nachhaltigkeit ist angesagt, gell? Genau. Nachhaltigkeit. Ja, das war's dann zu dem Kapitel. Genau. Haben und Dankeschön, Fabian. Bitteschön, gerne. Also. Hallo, mein Name ist Steven. Ja, der Steven, das ist unser Verkäufer. Draußen an der Front, wenn Sie zu uns kommen und dann macht er mit Ihnen die Beratung und eventuell auch die Probefahrt. Der Steven ist sehr versiert, was diese moderne Technik anbelangt, wie die Displays von Bosch. Und durch die modulare Baukastenfertigung haben Sie die Möglichkeit, ein Tauberrad so zu konfigurieren, dass Sie entweder das, das oder das. Und das erklärt Ihnen jetzt nämlich der Steven, der konnte es viel besser als ich. Also gut, hinter mir steht das neue Crossover, Full Suspension oder Fully genannt. Und hier haben wir drei Möglichkeiten, beziehungsweise wir können mit drei verschiedenen Displays arbeiten. Das erste Display ist das Intuvia. Sieht so aus. Was kann das Intuvia? Das Intuvia kann alles, was es können soll, aber auch nicht mehr. Das heißt, Ihnen wird angezeigt, wie schnell sind wir unterwegs, wie hoch ist noch die Reichweite. Dann zeigt es an Gesamtkilometerstand und die Tageskilometer zeigt es an. Dieses Display ist das übersichtlichste Display, weil Ihnen in großen Zahlen einfach angezeigt wird, was Sie für Informationen Sie brauchen. Das zweite Display wäre das Kiox Display. Es kam letztes Jahr auf den Markt von Bosch. Es kann auch mit Smartphone verbunden werden, heißt, ich kann daheim mit Komoot zum Beispiel eine Route mir erstellen, kann sie auf das Kiox synchronisieren, natürlich muss das Handy anbleiben und kann mich dann leiten lassen. Das kleine Display hat ein Navigationssystem, allerdings wird Ihnen nur angezeigt, in welche Richtung Sie fahren müssen, sprich, Sie müssen nach rechts fahren, Sie müssen nach links fahren oder geradeaus. Dazu kommt ein ganz kurzer Piepton, dass man weiß, jetzt muss ich aufs Display gucken und jetzt nach rechts oder links fahren. Die dritte Alternative wäre, und zwar der große Bruder vom Kiox, einmal das Neon 2. Das Neon 2 unterscheidet sich eigentlich gar nicht so großartig vom Kiox, allerdings ist es einmal sehr viel größer. Im Vergleich, nochmal das Kiox, Sie sehen hier mehr. Und was es noch hat, ist ein Touchscreen. Jetzt gehen die Meinungen wieder auseinander. Die Hände sollen beim Fahrradfahren eigentlich am Lenker bleiben. Stimmt. Wir haben auf der linken Seite einen Satellit. Mit dem Satellit kann ich in dem Menü rechts, links, hoch, runter switchen. Habe aber allerdings, wenn ich eine Pause mache und mir nochmal die Route angucken möchte, einfach ein Touchscreen, was dann ein bisschen angenehmer ist, als mit dem Satellit zu arbeiten. Und kann mir die Route einfach nochmal angucken, wo muss ich entlangfahren, bin ich vorher informieren, ist einfach immer besser. Genau. Zusätzlich kann dieses Neon auch diesen Smart Lock, was auch das Kiox kann, heißt, mit den zwei Displays kann ich mir das Fahrrad absichern. Man muss es extra dazu buchen von Bosch und zwar kann dann, jetzt zum Beispiel hier ist ein Kiox drauf, und ich könnte mit diesem Kiox nicht mit dem Fahrrad fahren. Das heißt, das Display ist genormt auf das Rad. Genau, also ist nochmal ein Sicherheitslevel mehr. Ansonsten
Mein Fazit ist, es gibt kein besseres Display. Sie müssen wissen, für was Sie das Display brauchen. Im Normalfall reicht sogar das Intuvia, weil es eben die größeren Zahlen hat. Es ist übersichtlicher. Ich persönlich würde aufs Kiox gehen, weil Touchscreen brauche ich nicht an meinem Display. Aber alle drei sind wirklich sehr gut und werden von Bosch noch jahrelang weiter mit Updates versorgt. Genau. So, was ein Sattellift ist, wissen Sie vielleicht nicht, darum erklären wir es Ihnen. Das ist so ein Ding, ne? Ja, so ein Ding, das kommt dann daneben so rein und das ist vom Lenker aus mit dem Hebel bedienbar. Ja, und höhenverstellbar. Also so, man kann beim Fahren hier so das dann hoch und runter lassen. Das ist normalerweise ein bisschen umständlich einzubauen, weil den Seilzug, den du da ja gerade in der Hand hast, muss ja dann verlegt werden hier durch das Rohr durch und kommt dann wieder hier raus und wieder irgendwo hin. Genau. Das ist manchmal sehr umständlich. Aus dem Grund ist es phänomenal, dass mir dieses Teil an unserem Tauberrad Crossover FS ab Werk einbauen lassen können. Zu einem wirklich fairen Preis. Ja. Das ist toll. Die Jungs, die stehen da und schrauben an dem Ding rum und ob die jetzt die Züg mit neilig und gleichzeitig den noch mit neide zu. Das ist wurscht. Das ist dann egal. Ja. So, wozu braucht man denn so etwas? Ganz einfach, wenn du es, das haben wir ja gemerkt, wo wir jetzt die ersten Probefahrten und Testfahrten gemacht haben, ja. Man musste immer wieder den Sattel in der Höhe verändern, je nach Strecke. Richtig, genau, wenn man mal ein bisschen eine Treppe runter wollte oder wenn man ein bisschen mehr im Gelände ist. Man musste sich jetzt immer mühevoll einstellen und zwar hier über den Schnellspanner. Wenn man das Ganze jetzt mit dem Sattellift macht, ist es so, man hat einen Hebel hier oben am Lenker, wo man dann einfach drückt. Und dann geht man entweder schwupps runter oder man geht in eine gewisse Position hoch, wo man seine Beine haben will, den Beinwinkel. Und dann geht man auf den Knopf drauf und dann fährt er einfach auf den Hintern hoch. Und das ist es. Das ist das gleiche Prinzip wie ein Bürostuhl, das kennen Sie ja. Ja, und das können wir dann eben hier einbauen und ist im Grunde genommen, ich finde es klasse, ist total praktisch. Ist auch super. Ja, und du kannst ja leichter auf- und absteigen. So sieht's aus. Also viele unserer Kunden bestellen ihn immer gleich mit. Da hat man mal den einen aus Bayern, der unbedingt aufs Rad wollte, der so steife Knie hatte damals. Oh, der, ja, ja. Und der hat es gebraucht. Die Knie sind noch nicht besser, aber er fährt jetzt. Ja. Gut. Und wenn Sie jetzt immer noch zugucken bei unserem Film, dann haben Sie es fast geschafft. Und Sie haben Interesse womöglich an so einem Tauberrad, Full Suspension, in modularer Baukastenfertigung. Dann geht es darum, entweder Sie konfigurieren sich das jetzt bei uns auf der Seite. Ne? Das richtig, haben wir ja ganz genau. Ja. So klicken, klick, klick und konfigurieren und tun sich jetzt mal alle Teile so zusammenstellen. Oder Sie machen, wenn das Ihnen zu mühevoll ist, eine Anfrage, Tauberrad-Anfrage und klicke ein paar Dinge an und suche dann, wie groß sie sind und, und. Und dann landet das, diese Anfrage beim Michael auf dem Rechner. Und was machst du dann eigentlich? Ja, also ich bin Michael Maurer. Ja, mich kennen Sie vielleicht von der Telefonhotline, da bin ich meistens dran. Ja. Oder eben auch in der Online-Beratung. Wenn Ihre Anfrage bei uns reinkommt, bearbeiten wir diese natürlich dann schnellstmöglich. Das heißt, wir gehen auf Ihre Wünsche ein, schauen, was Sie sich zurecht konfiguriert haben, inwieweit dieses möglich ist. Und erstellen Ihnen dann ein Angebot und rufen Sie in der Regel dann auch erstmal an und besprechen nochmal alles dann mit Ihnen. Gut, und gesetzter Fall, Sie wünschen sich jetzt Dinge, die nicht gehen, das gibt es ja hin und wieder auch einmal. Gibt es natürlich auch, ja. Und dann diskutieren wir alles miteinander. Also wir erwägen dann, was könnte man denen dann anbieten und. Und da sind wir ja nicht nur zwei und drei Hansel bei uns im Betrieb, sondern wir haben wirklich viele erfahrene Leute. Wir würden dann auch mit der Produktion telefonieren, machen wir auch häufig. Ne? Genau. Können wir das für uns machen und. Ja. Also da ist ein Riesenprozess dahinter. Glauben Sie nicht, dass wir uns die Sache einfach machen. Und dass Sie da einfach so eine Computer, künstliche Intelligenz irgendwo dahinter sitzen haben. Wir sind Menschen.
und Menschen mit ganz viel Erfahrung und versuchen wirklich die optimalsten Lösungen zu finden. Und das geht normalerweise im Alltagsgeschäft, draußen im Handel, überhaupt nicht, weil wenn Sie mit solchen Fragen kommen und Anforderungen, da hat ein Verkäufer meistens keine Zeit, weil da stehen ganz viele, viele hinten dran, die wollen auch E-Bike. Aus dem Grund ist es so sinnvoll, dass ich das von zu Hause aus mache, das dem Michael schicke. Oder Kollegen, Kolleginnen. Genau, das bearbeite und wir dann im Team für Sie die optimale Lösung finden und dann kommt es noch, dann errechnet sich der Preis, dann wird darüber diskutiert, gemacht, getan. Und dann kommen Sie entweder hierher, machen nochmal eine Probefahrt. Optimale natürlich, dass man das Fahrrad auch ein bisschen kennenlernt. Ne? Oder eben direkt am Telefon. Aber Sie kriegen vorher ein Angebot, damit Sie das alles sehen und noch einmal auch in der Hand halten, was wird das Ganze. Und das funktioniert genauso. Wir können es Ihnen dann verschicken, zusenden oder Sie kommen vorbei und holen es ab und fahren nochmal mit und gucken, ob alles geklappt hat. So. So. Also dann würde ich sagen, wenn Sie mich nicht sehen, dann hören Sie mindestens den Michael mindestens. Am Telefon. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss.